Nackenschmerzen nach dem Aufstehen sind ein riesen nerviges Problem, dennoch betrifft das abertausende Menschen. Grund genug, diesem Thema einmal eine Podcast-Folge zu widmen. Dazu sind wir aktuell auf Reise in Berlin und zu Gast bei Lars Reimann. Lars Reimann ist Gründer und Geschäftsführer einer Firma, die Nackenkissen herstellt. Also sollte er sich mit dem Thema Nackenschmerzen nach dem Aufstehen auskennen. Und in dieser Podcast-Folge nehme ich ihn mal ein bisschen durch die Mangel. Was sind so die Gründe und Ursachen zum Thema Nackenschmerzen nach dem Aufwachen? Was kann man tun, nicht nur im Bereich Kissen? Und warum sollte man vor allem etwas tun? Was kann man sich da kaputt machen, wenn man Nackenschmerzen über einen längeren Zeitraum einfach hinnimmt? Also ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Hallo Lars, ich habe dich in dem Intro schon so ein bisschen vorgestellt, wer du bist, was du machst und was Thema dieser Podcast-Folge ist. Aber stell dich gerne nochmal selber kurz vor, wer bist du, was machst du und warum kennst du dich in dem Gebiet Nackenschmerzen nach dem Aufwachen gut aus? Hallo Fabian, danke für euer Interesse und danke, dass ich hier sein darf. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von MyShipi. Wir entwickeln und produzieren orthopädische Lifestyle-Kissen, sagen wir selbst dazu, also kein klassisches Medizinprodukt in dem Sinne, wobei unser das Konzept hinter MyShipi tatsächlich aus der wissenschaftlichen Forschung heraus entwickelt wurde und wir dadurch so eine gewissermaßen eine Einzigartigkeit am Markt haben, dass wir medizinisch erforschtes Produkt haben. So, ich muss gleich vorwegnehmen, dass ich kein Mediziner bin, mein Wissen über Nackenschmerzen aus eigener Erfahrung gesammelt habe, viel natürlich auch mit Ärzten und Experten gesprochen habe, viel darüber gelesen habe und was der Beruf jetzt so mitbringt, wenn man sich dann halt viel mit Nackenkissen, mit orthopädischen Produkten insgesamt beschäftigt, hat man natürlich nochmal einen ganz anderen Blick auf die Beschwerden, auf die Ursachen, auf die Symptome und so weiter. Und dazu kann ich gern was sagen. Sehr cool, danke für das kurze Intro. Thema Gründe, Ursachen, lass da gerne einsteigen in den Podcast. Nackenschmerzen nach dem Aufwachen können super viele Gründe haben. Wenn es nur einen Grund gäbe, dann würden den wahrscheinlich die meisten Menschen schnell lösen können oder könnten dem Thema auf den Grund gehen. Aber es kann am falschen Kissen liegen, so was ich jetzt so in meiner Recherche herausgefunden habe. Es kann daran liegen, dass ich vielleicht angespannt war in der Nacht. Ich habe vielleicht einen verdrehten Kopf gehabt, eine komplett unnatürliche Schlafposition vielleicht gehabt. Auch so kühler Luftzug in der Nacht ist so ein Thema, was viele Menschen mit Nackenschmerzen nach dem Aufwachen in Verbindung bringen. Wenn du da mal so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen könntest, was gibt es für mögliche Gründe, Ursachen für Nackenschmerzen nach dem Aufwachen, die man dann vielleicht als Betroffener chronologisch abarbeiten könnte? Kann ich gern machen. Du hast schon einige Gründe genannt. Natürlich, ich sag mal, mit dem einfachsten vielleicht angefangen, wenn ich jetzt, man soll zwar immer kühl schlafen, frische Luft ist wichtig, wenn man jetzt aber im Durchzug schläft, man kennt es vielleicht auch von einem offenen Autofenster, wenn man da zu lange dran sitzt, dann kann man natürlich auch Beschwerden in der Hals-Nacken-Region bekommen. Aber das sind meiner Meinung nach nicht die häufigsten Ursachen. Oft liegt es tatsächlich an, die große Klammer drum gemacht an dem Bettsystem. Da spielen dann wirklich das Lattenrost, die Matratze, das Bett an sich mit rein. Oder dann natürlich auch die Kissen. Wenn ich dort keine gute Kombination habe, die auf mich abgestimmt ist, wie auch immer die aussieht, dann kann das dazu führen, dass ich schlecht schlafe. Das ist sozusagen noch die harmloseste Variante, wenn ich morgens einfach so ein bisschen, ich habe nicht so gut geschlafen, aufwache. Ich wache nachts auf, kann nie richtig durchschlafen, ich wache morgens mit Schmerzen, mit Verspannungen auf und fühle mich einfach den ganzen Tag irgendwie gerädert. Das hat dann natürlich langfristig Folgen und kurzfristig jeden Tag, wenn ich nur mit ein paar Stunden Tiefschlaf oder zum Teil nur ein paar Minuten Tiefschlaf auskommen muss, bin ich den ganzen Tag über nicht so fit und leistungsfähig, wie ich gerne wäre und das zieht sich dann halt über den ganzen Tag. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben in den Gesprächen, auch mit unseren Kunden, aber auch mit anderen Experten, auch mit vielen Physiotherapeuten oder Osteopathen, ist tatsächlich, dass
weil das ja nun mal unser Metier ist, ein falsches Kissen auch dazu führt, dass ich in den 5, 6, 8 Stunden, die ich schlafe, wenn ich dann meinen Kopf nicht richtig bette und ich sag mal einen überdehnten Halswirbel habe oder überhaupt eine überdehnte Hals-Nacken-Muskulatur habe, das führt dann oft dazu, dass ich dann halt Schmerzen und Verspannungen bekomme. Und wenn es ganz übel wird, das kann dann tatsächlich zu chronischen Schmerzen führen. Das können Zahnschmerzen bis hin zu Knieschmerzen oder üblicherweise dann halt zu Hals-Nacken-Beschwerden, die sich dann halt den ganzen Tag hinziehen. Und das kann sehr unangenehm sein. Okay. Und die Lösung ist oft sehr einfach. Also einfach in Anführungsstrichen, wenn ich solche Probleme, Symptome habe und dann auf Ursachenforschung gehe, dass ich dann einfach schaue, was habe ich für Kissen, was habe ich für Matratzen und dann nach und nach anfange, diese mal zu hinterfragen und mal auszutauschen und vielleicht nicht an meinem 80x80 Kissen mehr festhalte, was ich vielleicht auch die letzten 10 Jahre schon habe, sondern dort auch einfach mal ein bisschen über den Tellerrand schaue und überlege, ob vielleicht, es muss ja nicht sofort ein orthopädisches Kissen sein, aber einfach ein anderes Kissen, das dann doch schon die Hals-Nackenmuskulatur anders stützt. Und da muss man sich einfach mal ein bisschen durchprobieren. Und ich bin mir sicher, da findet jeder für sich auch das richtige Kissen, wenn er da einfach mal ein bisschen sich umschaut. Okay, super, vielen Dank. Also ich halte schon mal fest, kühler Luftzug können wir in den meisten Fällen eher ausschließen oder lässt sich schnell beheben. Und wenn es in der nächsten Nacht oder den nächsten Nächten immer noch der Fall ist, okay, dann lag es nicht daran, sondern häufig ist so ein, ja, dass ich kein individuelles Bettsystem habe, dass es nicht auf mich individuell eingestellt ist, dass das einer der häufigsten Gründe ist für Nackenschmerzen nach dem Aufstehen. Was man dann tun kann und was es auch für langfristige Folgen hat, kommen wir gleich noch zu sprechen. Hast du aber schon ein bisschen angerissen. Nehmen wir jetzt mal den Fall, wir stehen morgens auf und wir haben Nackenschmerzen gehabt. Oder wir stehen mit Nackenschmerzen auf. Was kann ich vielleicht noch tun, dass ich nicht den ganzen Tag damit betroffen bin? Gibt es eine Art erste Hilfe, dass ich mir den vielleicht massiere, dass ich mit Wärme am Morgen etwas machen kann? Gibt es da irgendwas, was sich bewährt hat als erste Hilfe nach dem Aufstehen? Hast du eigentlich schon die beiden, ja, ich sag mal, wichtigsten oder effektivsten Möglichkeiten genannt? Wärme oder auch eine Selbstmassage, soweit man das machen kann. Es ist natürlich in unserer Gesellschaft, ich kenne das selbst, wenn man morgens aufsteht, hat man eigentlich einen relativ straffen Tagesablauf oder Zeitplan und oft fehlt morgens die Zeit, um Gegenmaßnahmen sozusagen gegen das Gefühl aus der Nacht halt vorzunehmen. Von daher kann ich natürlich, das wäre jetzt sozusagen wieder eine Symptombehandlung, ne? Also würde ich doch eher dafür plädieren, auf Ursachenforschung zu gehen und einfach nach den Möglichkeiten suchen, warum habe ich eigentlich diese Nackenschmerzen und würde versuchen, die abzustellen, als die Symptome dann halt zu bekämpfen. Genau, super, dass du das ansprichst, keine Symptombekämpfung, sondern wir wollen ja die Ursache finden und dann behandeln. Also was kann man vorbeugend tun? Klar, wenn es am individuellen Bettsystem liegt, da ist vielleicht ein richtiges Kissen mir kaufe, da kannst du ein bisschen vielleicht drauf eingehen, was ist vielleicht für den Nacken ein optimales, gutes Kissen, hast du schon angesprochen, 80-80 ist vielleicht nicht so gut, weil man mehr mit der Schulter drauf liegt, als mit dem Kopf und dem Nacken. Was kann man vielleicht auch tun, vorbeugend, wenn man sagt, okay, am Kissen liegt's nicht, ich bin eher so immer angespannt in der Nacht, kann ich vielleicht Entspannungsübungen am Abend machen, wenn du da so ein bisschen die Themen anreißen könntest, was kann ich vorbeugend tun? Einerseits Richtung richtiges Kissen, Bettsystem, aber auch, wenn ich immer so angespannt bin und nach Hause komme, dass vielleicht ja meine ganze Muskulatur und mein Körper viel mehr entspannter in die Nacht schicke. Mhm. Da sind wir jetzt wieder bei der Symptom- und Ursachen-Thematik. Also wenn ich mich abends schon damit beschäftige, dass ich einen guten, gesunden, ruhigen und durchgängigen Schlaf möchte und forciere,
und weiß, dass ich da Probleme habe, dann bin ich ja schon quasi auf der Ursachen, in der Ursachenforschung. Und abends bietet es sich sicherlich auch an, wenn ich nach einem gestressten Bürotag oder auch aus handwerklicher Tätigkeit nach Hause komme, dass ich dann noch zum Beispiel Wärme für den Hals-Nacken-Bereich nutze oder einfach auch mich nochmal entspanne vor dem zu Bett gehen, vielleicht auch Yoga machen, wenn man Zeit dafür hat, um hier auch eine gewisse Entspannung für den Körper herbeizuführen. Ansonsten, wenn man einen Partner zu Hause hat, kann man auch ganz einfach mal sich ins Bett legen, sich auf das Kissen legen und dann, wenn man zum Beispiel auf der Seitenlage sich einfach mal wenn man einfach mal guckt, wie man dann liegt, dann wird man sehr schnell feststellen oder dann auch die Rückmeldung bekommen, dass der Kopf zum Beispiel auf einem 80x80 Kissen sehr oft fest, wenn man mit der Schulter selbst auf dem Kissen auch mit drauf liegt. Wenn man dann mal von der Seite guckt, bei einem Seitenschläfer ist der Kopf sehr oft abgeknickt und dieses Abknicken führt dazu, dass die Atlasringmuskulatur, also die Nackenmuskulatur, die ganze Nacht überdehnt wird. Und das ist eine der häufigsten Ursachen, warum ich eigentlich morgens mit Verspannungen oder mit Kopfschmerzen, mit mit Nackenschmerzen halt aufwache. Und wenn ich das einmal wieder gespiegelt bekomme, sozusagen, wenn mein Partner mir sagt, okay, ja, das ist definitiv so, der Kopf ist überdehnt, dann hätte ich da schon ein Indiz dafür, wenn ich Probleme habe, das könnte eine Ursache sein und dann würde ich einfach mal anfangen, mir entweder ein Kissen, was das vielleicht abstellt, zu besorgen. Wir bieten zum Beispiel mit unseren Kissen so eine 14-tägige Probezeit an. Da kann man das einfach völlig risikofrei mal nach Hause bestellen und sich das mal ausprobieren. Und das geht sicherlich auch mit anderen Kissen und anderen Modellen. Und dann kann man da relativ risikofrei einfach mal gucken, ist das was für mich und hilft mir das? Und unserer Erfahrung nach, also das, was wir von unseren Kunden wieder gespiegelt bekommen, und da sind wirklich sehr, sehr viele dabei, die sagen, ich habe wirklich nach vielen Jahren Odyssee oder nach Operationen oder nach solchen Beschwerden, habe ich jetzt ein Kissen ausprobiert und das hat mir wirklich geholfen und ich schlafe jetzt wieder durch. Okay, super. Also erster Step auf jeden Fall, wenn man sagt, okay, es liegt vielleicht an meinem individuellen Bettsystem, einfach mal Probe liegen zu Hause, jemanden drüber schauen lassen und dann bekommt man ja schon sofort die Rückmeldung, hey, du liegst ein bisschen unnatürlich, du liegst vielleicht mit deiner Schulter drauf, weil du noch so ein altes 80-80 Kissen hast oder du knautschst zu sehr mit an dem Kissen und hast dadurch eine unnatürliche Haltung, dass man sich dann einfach mal auf die Suche begibt, okay, was gibt es für Nackenkissen und dann entweder bei euch landet, vielleicht auch bei anderen Herstellern und einfach so ein bisschen ausprobiert, okay, wie funktionieren Nackenkissen überhaupt, hilft mir das und dank diesem 14-tägigen Rückgaberecht, das Online-Kauf macht es möglich, dass man ja einfach risikofrei die Möglichkeit hat, ein bisschen auszuprobieren und dann schaut, ob sich eine positive Wirkung morgens einstellt. Was ich noch gerne thematisieren würde, was man vielleicht noch vorbeugend machen kann, so abends. Ich habe zum Beispiel eine Akupressurmatte zu Hause. Da gibt es ja auch das Thema, dass man das so rollen kann und dass man da den Nacken mit bearbeitet. Ist das auch eher nur Symptombehandlung oder kann man da wirklich was auch langfristig erreichen, dass man die Nackenmuskulatur damit stärkt, stützt oder ist das nice to have, aber wenn man am Kissen nichts macht, dann hilft auch das nichts. Hast du da so Erfahrungswerte, hast du selber vielleicht mal probiert oder Rückmeldungen von Kunden? Ich würde sagen, das ist auch wieder individuell und es ist eine Kombination, im Zweifel auch eine Kombination daraus. Also wenn du sagst, du hast bestimmte Übungen, die du sowieso zu Hause schon anwendest, dann ist das schon mal so ein Mindset. Ich beschäftige mich damit. Ich habe da schon erkannt, das ist ein Thema. Mein Hals-Nackenbereich, der braucht eine bestimmte Aufmerksamkeit und ich beschäftige mich damit. Das ist genauso, wenn ich anfange mit Yoga. So, dann habe ich ein bestimmtes Körperbewusstsein und dann ist das schon eine Art Prävention, Vorbeugung. Ob das dann in dem Maße dann hilft, also wenn ich jetzt Beschwerden habe und dann mit der
Akupressur, hatte dann sozusagen abends noch eine Übung mache und danach beschwerdefrei bin. Das hängt wieder ganz davon ab, habe ich vielleicht das richtige Kissen, bin ich mit meinem Bettsystem, was ich habe, ja eigentlich zufrieden, ist das individuell so auf mich eingestellt, dass ich beschwerdefrei schlafe und ist das in dem Fall vielleicht eine Übung, die mir hilft, meine Sitzposition, die ich den ganzen Tag im Büro über hatte, die dazu geführt hat, dass ich auch so ein bisschen Rücken- und Hals-Nacken-Beschwerden habe, die noch zu lindern, dann ist es unterm Strich auch eine Symptombekämpfung, aber dann bist du mit dem vom Kopf her auch schon mal im Thema drin und beschäftigt sich damit. Und der nächste Schritt wäre dann die Ursachenbekämpfung, herauszufinden, okay, mein Bett passt, ich mache das abends, vielleicht habe ich den falschen Bürostuhl, vielleicht liege ich einfach zu viel in meiner Rückenlehne drin, sitze eigentlich den ganzen Tag irgendwie schief. Und dann kann man da auch nochmal so ein bisschen auf Ursachenforschung gehen. Aber wie gesagt, es ist immer individuell und ich glaube, es ist einfach wichtig, sich irgendwann dessen bewusst zu werden, dass da was nicht in Ordnung ist. Und wenn man dann auf die Ursachenforschung geht, dann wird das auch jeder irgendwann finden. Sehr cool. Lass uns zum Ende des Podcasts noch so ein bisschen auf das Thema Folgen und Auswirkungen gehen. Weil viele Menschen haben über einen sehr, sehr langen Zeitraum Nackenprobleme. Irgendwann, ja, finden sie sich vielleicht damit ab oder machen dauerhaft nur Symptombekämpfung, vielleicht mit Akupressurmatte und Co. Aber wenn das Kissen nicht passt, dann wache ich halt jeden Morgen trotzdem mit Schmerzen, auch wenn sie vielleicht ein bisschen weniger geworden sind, dadurch, dass ich am Abend für Entspannung in der Muskulatur gesorgt habe. Du hast das schon so ein bisschen angerissen, was langfristige Folgen sein können. Klar, morgens ist die kurzfristige Folge, bin mit angespanntem Nacken, wache ich auf, aber im Laufe des Tages, das legt sich schon wieder irgendwie. Aber kann ich vielleicht auch irgendwas kaputt machen? Habe ich dauerhaft Kopfschmerzen? Du hast das Thema Atlaswirbel schon angesprochen. Wenn du da gerne auch ein bisschen ausführlicher was dazu sagen könntest, auch um das Bewusstsein dafür zu stärken, hey, wenn du Nackenschmerzen nach dem Aufwachen hast, dann kümmere dich drum und lass das nicht so Jahre ins Land ziehen, bis du dich irgendwann darum kümmerst, wenn es vielleicht zu spät ist. Also so ein bisschen in die Folgen und Folgen von Nackenschmerzen nach dem Aufwachen ein bisschen einsteigen könntest. Ich würde sagen, das ist wie bei vielen Erkrankungen oder Beschwerden. Ich rede mal von Beschwerden, nicht von Erkrankungen. Wenn man Beschwerden hat und sich da nicht drum kümmert, sei es eine Ernährungsfrage, sei es ich habe was mit dem Knie oder ich habe sonstige Beschwerden, wenn ich mich da nicht drum kümmere, dann können die langfristig ja chronisch werden. So, das ist im Hals-Nackenbereich zum Beispiel auch nochmal eine ganz besondere Situation. Kann sich jeder vorstellen, unser Kopf, da laufen die ganzen Nervenbahnen zusammen, die Hals-Nackenmuskulatur, also oder ganz speziell die Atlas-Ringmuskulatur, wo sehr viele Nervenfasern und auch Blutgefäße durchlaufen. Wenn ich die dauerhaft überanstrenge, weil ich falsch liege, dann kann das langfristig zu Beschwerden führen, die auch außerhalb des Hals-Nackenbereichs führen. Das kann, wie gesagt, bis hin zu Tinnitus. Ich kann sogar Knieschmerzen aufgrund einer Fehlstellung der Atlas-Ringmuskulatur bekommen. Also gibt es ein sehr breites Beschwerdebild, was aufgrund der Fehlstellung im Atlas- oder im Hals-Nackenbereich zurückzuführen ist. Und was hat das langfristig für Folgen? Also stellen wir uns einfach vor, wenn ich jeden Morgen mit Beschwerden aufwache, klar, der Mensch ist ein, man sagt immer so schön, ein Gewöhnungstier, man gewöhnt sich irgendwie an alles. Beschwerden werden dann im Laufe der Zeit vielleicht nicht mehr ganz so stark wahrgenommen, aber sie sind halt trotzdem da. Und wenn ich aufgrund dieser Beschwerden nachts nicht richtig durchschlafe, vielleicht von den 7 Stunden, die ich im Bett liege, nur 3 oder 4 Stunden wirklich schlafe, den Rest halt wach liege, mit Schmerzen habe oder sonstiges, dann führt das einfach dazu, dass ich morgens aufwache. Ich habe zum einen die Beschwerden, bin aber auch den ganzen Tag nicht so fit und leistungsfähig, wie ich es gerne sein möchte. Und das Ganze kann sich dann natürlich auch weiter steigern, dass ich dann andere Beschwerden bekomme und also gewissermaßen Unwohlsein, was sich den ganzen Tag halt durchzieht. So, und da sollte man, sobald man erkennt, ich habe da ein Problem, sollte man sich
darum kümmern oder sollte auf die Ursachenforschung gehen, um das abzustellen und die ganzen Folgeerscheinungen, die dann so schleichend reinkommen, dass man die erst gar nicht zulässt oder möglichst schnell wieder abstellt. Sehr cool. Also so wie wir auch beim Thema Schlafstörungen sagen, wenn man sich nicht darum kümmert, dann ist irgendwann so ein langer Rattenschwanz, der mit dem Thema Schlafstörung in Verbindung gesetzt wird. Und dann, ja, je schneller man sich darum kümmert, desto weniger Probleme hat man einfach langfristig. Mhm. Und ja, je später man sich darum kümmert, desto länger dauert es auch, bis man die Dinge einfach wieder umkehren kann. Deswegen, hoffen wir, dass wir mit dieser Podcast-Folge so ein bisschen dafür sensibilisiert haben, sich dem Thema zu widmen, wenn man Nackenschmerzen nach dem Aufwachen hat. Das soll es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge gewesen sein. Ich packe euch alles Wichtige in die Shownotes bzw. in die YouTube-Videobeschreibung. Die Themen, die wir angesprochen haben, Atlaswirbel, Mashibi-Nackenkissen, packe ich euch in die Shownotes, also unser Blogartikel dazu. Je nachdem, wann du diese Podcast-Folge dazu hörst, gibt es auch schon ein YouTube-Video rund um das Thema Nackenkissen bei uns auf YouTube. Auch das Thema Akupressurmatte packe ich dir in die Shownotes, dass du dich dann so ein bisschen informieren kannst. Okay, was gibt es für Möglichkeiten? Was kann ich machen beim Thema Nackenschmerzen? Und dass du dich dann so ein bisschen selber damit beschäftigen und Informationen eben bei uns finden kannst. Dann würde ich sagen, was das mit dieser Podcast-Folge? Ich danke dir fürs Zuhören. Alles Wichtige, wie gesagt, in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge, aber auch zu uns, wie du mit uns in Verbindung treten kannst, unser Buch, unsere Coaching-Angebot und so weiter. Themenvorschläge gerne an podcast@schlafvonhaut.de. Und dann würde ich sagen, tu deinem Körper etwas Gutes, schlaf gut und bis zur nächsten Folge. Dein Fabian von Schlaf von Haut. Ciao.